Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Livestream der Zockstube. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe gesehen, im Chat ist schon ordentlich was los. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und werft direkt mal einen Blick bei euch rein. So, mit dabei ist der Buddy, der Peter, Sally Evangeline ist dabei, Dokus Mokus, der Anubis Extreme, die Patricia Lorenz und der Febo 100. Hallöchen, ihr beiden. Dann haben wir noch den Andreas Scherz, Luhai, Karl-Heinz und den alten Panda, den Ogni. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Und nachdem wir letzte Woche mal so ein kleines Multiplayer-Intermezzo gemacht haben, wo ihr mitspielen konntet im Livestream, möchte ich jetzt ganz gerne, weil sich das einfach viele von euch gewünscht haben, die Kampagne in Moss fortsetzen. Also heute mal ein bisschen was ruhiger, spielen wir mal ganz in Ruhe Moss, gucken wir, wie wir da auskommen, wie weit wir da in der Story kommen. Und dazu gibt es schon einen vorigen Teil. Also ihr findet in der Playlist, wo ich alle Livestreams reingepackt habe, auch den ersten Livestream zu Moss. Genau an der Stelle spielen wir jetzt weiter. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch die Playlist, wo ich euch alle Livestreams hinterlegt habe. So, und jetzt möchte ich noch einmal kurz Dankeschön sagen. Ich habe nämlich einen neuen Patron bekommen. Das ist der Trido. Herzlich willkommen in der Runde der Patronen. Danke, dass du mich unterstützt. Sehr, sehr cool von dir. Und ich möchte mich bedanken für die Spenden, die letzte Woche beim Livestream reingekommen sind. Da habe ich wieder einiges via Tippi-Stream bekommen. Dankeschön an Anubis Extreme und an die Nicole. Ihr seid richtig super. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. So, dann werfe ich jetzt noch mal einen Blick in den Chat und dann können wir loslegen. Martina, Hallöchen, der Crash ist dabei. Hi, cooles Profilbild, Crash. Ist mir gerade schon aufgefallen. Ich habe kurz bevor der Stream losging mal so ein paar Kommentare beantwortet. Das ist mir schon aufgefallen. Sieht richtig gut aus. Mike Sam Sam, dir auch einen schönen Sonntag. Martina, Terkina, der Sascha ist da, beziehungsweise wie Amen. Der Frank ist dabei, Kilian, Chris. The Noble Craftsman. The Noble Craftsman, du hast mir bei Discord geschrieben. Ich war gerade ein bisschen im Stress. Ich guck da gleich rein. Schreib mir, was du mir schreiben wolltest und dann melde ich mich nach dem Stream bei dir. Der Michael ist dabei und der Gamer Murat. Hallöchen. So, Space Snuggle ist auch noch dabei. Jetzt gebe ich aber Gas. Jetzt habe ich auch alle. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Alle anderen sind natürlich auch herzlich willkommen in diesem Livestream. Aber ich kann eben nur die Namen vorlesen, die in den Chat schreiben. Bei dem Rest weiß ich ja gar nicht, wer das ist. So, jetzt kriegt ihr mein Bild. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder am Sonntag eingeschaltet habt, um mit mir ein bisschen gemütlich zu zocken. So, so, so. Und ich hoffe, ihr seht jetzt alles, ihr hört jetzt alles. Heute auch Gewinnspielauslosung. Carly and the Reaper Man wollte ich eigentlich heute streamen, aber leider ist da ein Soundbug dabei, sodass ihr dann, wenn ich das im Multiplayer gespielt hätte, die andere Person doppelt und dreifach gehört hättet. Und ich warte jetzt einfach mal, bis der Bug raus ist und dann gucken wir uns auch nochmal Carly and the Reaper Man an. Aber am Ende dieses Livestreams habt ihr die Möglichkeit, Carly and the Reaper Man zu gewinnen. An dem Gewinnspiel konntet ihr teilnehmen, eigentlich wie immer, indem ihr mein First Impression Video kommentiert zu Carly and the Reaper Man. Ja, und ich meine noch, das ist hier genau die Stelle, wo wir aufgehört haben. Ich guck mal eben, seht ihr alles? Seht ihr alles? Hört ihr alles? Wenn ihr irgendwie was nicht richtig hört, was nicht richtig seht, dann schreibt mir das doch gerne auch in den Chat. So, wunderbar. Dann gucken wir jetzt mal. Wir haben letzte Mal diesen Raum hier gemacht. Ach ja, guck mal hier, er will einschlagen. Ja, komm. Ja, jetzt will er nicht mehr. Und das heißt, jetzt müssen wir wahrscheinlich da oben lang. Wir sind hier an einem Strand und ich vermute, wir müssen da oben zum Schloss. Keine Ahnung, ob wir das heute hinkriegen. Wir probieren es mal. Boah. Ach, warte. Ach, guck mal. Den kann man... Ah. Hat er verstanden. Pass auf. Oh, das war knapp. Hoch mit dir. Runter mit dir. Schaffen wir es darüber? Nein! War das nicht so gedacht? Warte mal, wie? Oder müssen wir darüber? Hier ist noch eine Festhaltkante.
Der muss auf jeden Fall wieder runter. Hinten mit den Fässern können wir auch nichts anfangen, oder? Doch, können wir kaputt hauen. Ah, da ist dieser Staub drin. Da hatten mich letztes Mal auch noch ein paar Leute angeschrieben, dass ich das sammeln muss. Okay. So, jetzt nochmal. Anlauf und zack. Aber das schaffe ich da doch niemals rüber, oder? Na komm, probieren wir es. Doch. Hohoho. Knäppkes, Knäppkes. Ach, was mir bei dem Spiel so gefällt, ist, da kann man so schön rangehen, sich umgucken. So. Und die Welt richtig, erkunden. So, den fahren wir jetzt hoch. Das ist hier ungefähr genau derselbe Satz wie da drüben. Also jetzt. So, da sind wir. Und rein da. Schön, schön. Ja, stinkt hier anscheinend drin. Oh, was ist das? Was ist das? Wow. So eine tickende Zeitbombe. Guck mal. Boah. Junge, hau ab. Boah, da muss man. Das ist ja wie eine tickende Zeitbombe. Schnell aus dem Radius. Aber da ist noch so einer. Na komm, blas dich auf. Der leidet an akuter Aufgeblasenheit. So. Wow, jetzt kommt da noch so ein Typ. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein! Alter! Nein! Okay, jetzt wird's knapp. Nein! Oh! Verdammt! Oh, vielen Dank, The Noble Craftsman! Vielen Dank, dass du Mitglied geworden bist. Nein! Wow! Komm, hau ab. Das freut mich richtig. Jede Unterstützung hilft enorm. Die Zockstube weiter zu betreiben. Boah, ich will eigentlich gar nicht zu viel verraten, ne? Aber die Zockstube befindet sich gerade so ein bisschen in Umbauarbeiten. Ihr kriegt jetzt quasi so die erste Info. Da habe ich eigentlich sonst nur mal mit dem Doc. Boah, nein! Mit dem Doc oder so drüber geschrieben. Boah, zum Glück habe ich. Aber da wird sich in der nächsten Woche eine Menge tun. Ne, einfach weil. Uah. Na komm, ich sollte mich jetzt hier mal drauf konzentrieren. Nein! Boah. Junge. So. Muss ich hier noch irgendwie was machen oder so? Nee, so. Ich musste nur alle kaputt hauen. Ja, auf jeden Fall wird hier bald es ein bisschen anders aussehen. Ich habe da so eine Idee gehabt, was ich in meinem Tresenbereich machen kann, wo ich dann beispielsweise Tutorials und so anmoderiere. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich in der nächsten Woche, was bei mir jetzt auf dem Plan steht, ist halt das Tutorial zu Oculus Air Link. Also da möchte ich gerne euch in der nächsten Woche ein Video zu bringen. Wahrscheinlich dann nicht vom Tresen aus, weil sich da gerade das ein oder andere ändert. Aber dann bald von anderer Stelle aus. Und zu viel möchte ich da jetzt noch nicht verraten. Da geht's weiter. So, dann gucke ich mal bei euch rein. Ach, Buddy, super. Buddy ist wieder auf dem Discord der Zockstube. Also wenn ihr ein bisschen quatschen wollt, ich denke mal, ich werde da nachher auch noch mal 10 Minütchen reingehen. Wenn ihr quatschen wollt, dann kommt doch mal auf den Discord der Zockstube. Das ist eine gute Idee, Buddy. Sehr gut sogar. Den Discord, ne, das ist wie so ein Chat mit Voice-Chat. Da könnt ihr dann mit anderen Community-Mitgliedern quatschen. Den findet ihr in der Videobeschreibung. Da einfach auf den Link gehen und dann könnt ihr mit der Community quatschen.
Oder gleich halt im Anschluss auch mit mir. So. Okay, hier brauchen wir... Ach, warte mal, das ging doch... Ah, so war's, ne? Okay. Jetzt können wir da hinten lang. Zack. Was kann er? Ah, dann fährt der hoch. Mhm. Ja, hier. Ach, sie wollte einschlagen. Ich hab's nicht gemerkt. Okay, ja. Krass. Dann müssen wir jetzt irgendwie... Ah, warte mal. Die kann ich ja nicht kaputt machen, oder? Und der kann rauf und runter. Ah! Ja, wo kommt der denn hierher? Ach, okay, Leute. Gecheckt, gecheckt, gecheckt. Pass auf hier. Jetzt kommt die Maus. Jetzt komme ich da nicht hoch. Ach, jetzt muss ich wieder hier zurück. Okay. Aber wie kriege ich das denn jetzt auf? Ich müsste doch jetzt zurück. Guck mal, so komme ich da. Bin ich jetzt... Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier in eine Sackgasse gelaufen bin. Ich müsste doch jetzt... Warte mal. Kann der den auch betätigen? Ja, kann er auch. Wunderbar. Ah. Hm, ratter, ratter, ratter. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. So. Okay. So. So nämlich. Krieg ich das noch so hin? So. Da geht jetzt die Tür. Ah, pass auf. Pass auf, pass auf. Aber wie kriege ich das denn jetzt auf? Da muss doch auch so ein Dulli hin. Jetzt erzähl mir nicht, da muss ich jetzt alles... Ach. Aha. Ich hab Plan. Erstmal musst du da weg. Dann springen wir hier runter. Ja. Ja, komm. X03 hier. Da, so. So, dann können wir den jetzt hier runterfahren. Und jetzt komm hier. Komm, 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 komm. Da, 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 da. So. Na, komm hier drauf. Müssen wir ihm hier schnell helfen. Nein, das war zu langsam. Dann müssen wir das hier vorher machen. Okay, sein Schwert ist aufgeladen. Ach, verdammt, jetzt müssen wir trotzdem erstmal den hier machen. So, Schwert aufladen. So. Jetzt ist er rübergefahren. Oh, bin ich blöd gerade, ey. Komm, explodier mal hier hinten, bitte. So, komm. Das habe ich jetzt schon wieder getan. Okay. Da, kaputt. Okay, komm hier, komm hier, komm hier. Und jetzt explodieren bitte. Ja, Mann. Das sind wir. Aufzug. Bis gleich. Einfach nur fürs Explodieren.
Ja, die Pullover kannst du kaufen. Ich habe einen Shop. Geh mal auf shop.diezockstube.de. Alle, die dazugekommen sind, herzlich willkommen in diesem Stream. Ich sehe gerade, Netzin ist noch mit dabei. Carmen, Hallöchen. Yogi, hallo Yogi. Und wenn euch dieser Livestream gefällt, freue ich mich natürlich sehr über euer Däumchen nach oben. So. Und wie gesagt, wenn ihr quatschen wollt, dann schaut doch mal auf dem Discord der Zockstube vorbei. Da sind schon gerade ein paar nette Leute, mit denen man echt gut aushalten kann. Ist das eine Falltür? Ach, da oben geht es jetzt auf. Aber wie soll ich da hinkommen? Ah! So, da. Und wir haben eine Schriftrolle gefunden. So. Ja, nächste Woche wird actionreich. Also es wird auf jeden Fall ein Tutorial zu Erlink geben. Das Skript habe ich schon soweit geschrieben. Jetzt muss ich nur noch das Material aufnehmen, dass ich euch auch was dazu zeigen kann. Oh, guck mal, hier ist die Burg. Und dann haben wir ja diese Woche das Oculus Showcase am Mittwoch, Mitternacht. Wahrscheinlich werde ich mich da auch direkt am Donnerstagmorgen dran begeben, um für euch da frisch am Donnerstag ein Video zu bringen. In einer Zeichnung in der Bibliothek ihres Mal gucken, ob es da überhaupt was Berichtenswertes gibt. Hier zu sein brachte ihr Herz zum Rasen. Doch bald überkam sie Traurigkeit. Wenn die Geschichte ihrer Familie anders verlaufen wäre, wäre das ihr Zuhause gewesen. Ja. Na gut, was will die Maus in so einem Riesenteil? Und mit ein bisschen Glück wird ja vielleicht sogar im Showcase am Mittwoch angekündigt, also ich hoffe so ein bisschen, dass Resident Evil am Donnerstag rauskommt. Ich glaube, dann sind wir auch schon relativ safe, was wir nächste Woche zocken, wa? Also wenn Resident Evil kommt, das ist ja so der Livestream-Titel aus meiner Sicht. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Uah. Zack. Und hoch, was ist das denn hier? So eine Maus hat es schon nicht leicht, ne? Guck dir das Ding an. Eye of the Tiger, oder was ist das? Oh! Oh, guck mal, das guckt. Das kann gucken. Wow. Und fast hätte es uns gesehen. Oh. Es kann uns nicht sehen. Was ist das für ein komisches Auge, ey? So. Hier sind noch Kisten kaputt machen. Und dann weiter. Ach, hier sind hier überall diese Augen. Na, wir starten da direkt. So. Hallo Sincerus! Ja, Resident Evil wird der Hammer. Ich freue mich darauf. Das wird der Hammer. Uhuhu. Macht der da? Was hier war echt. Guck mal hier. Kann ich so ein bisschen Einfluss drauf nehmen? Irgendwie, ach guck mal, da können wir auch rein. Ach, hier weiter geht's nicht. Da können wir dann durch. Dann machen wir das doch mal besser so. Guck mal, jetzt laufe ich da mal eben hin. Du siehst mich nicht. Zähl doch nicht. Ist nichts gesehen, Junge. So, jetzt sind wir unter dem Teil. Jetzt können wir da hinten durch. Direkt durch. Oh. Nee, da war nichts. Ich bin mir zu 99%, dass da zu 100% nichts war. Nein! Oh, was? Ein Schuss und wir sind tot? Wow. Das ist ganz schön bitter.
Was sind das denn überhaupt für Teile, ey? Das Stückchen da hinten muss ich irgendwie so zurücklegen, ne? Guck mal, da krieg ich den Schild nicht hingedreht. Den krieg ich wieder hier hin. Das muss jetzt in einem Rutsch gehen. Boah, was? Wie steht das wohl in diesem Geschichtsbuch, was die Erzählerin die ganze Zeit vorliest? Dann wurde Quill übelst zerschreddert. Und es gab keine Hoffnung mehr, dass er überlebt. Seine Mäuseleichenteile flogen durch die Gegend. Nein, 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 nein! Hau da ab! Lizard. Ah. Ach, guck mal, da kann ich einen zweiten. Das ist gut. Dann komme ich auch da hinten durch. Das ist ja voll praktisch. So, komm her. Ach, da kann ich wieder nicht. Machen wir das so. So, und jetzt den hier runter. Dann kann ich den da hinten hochpumpen. Und dann kommen wir da sogar durch, wa? So. Und nicht anders. Jetzt sehe ich nur leider überhaupt nicht mehr, wo wir da sind. Kann ich irgendwie rüberspringen? Ah, guck mal, hier ist was zu klettern. Ah, der macht uns doch wieder fertig, oder? Das ist doch schon wieder. Da sieht der uns, da sieht der uns nicht, ne? Aber was soll ich denn da machen? Hallo? Ich muss doch hier hin, ne? Ah, okay. Nein, 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 da war nix, da war nix. Nicht immer in Panik geraten, Junge. Du siehst das alles viel zu eng hier. Ne, da war wieder nix. Der sieht aber auch Gespenster, ne? Kann ich das hier irgendwie... Der hilft auch nix, ne? Da kommen wir gar nicht ran. Kann ich das hier zumindest irgendwie, dass wir da gleich nur... Ja, dann sollte ich das machen. So. Okay, und hier steht er schon richtig. Da sieht er mich nicht durch. Jetzt ist hier eine Schriftrolle, Junge. Also da müsste ich nochmal runterspringen, den ganzen Weg dann nochmal. Da tue ich euch jetzt nicht an. Wenn ich im Singleplayer wäre, würde ich da wahrscheinlich nur hinlaufen. So. Also wirklich anspruchsvolle Stage. Ich kann es nicht anders sagen. Komm her. So, und jetzt hier ab ins Schloss. Der Soundtrack ist... Was ist das denn? Alter, ist das geil gemacht. So. Oh, was ist das? Was soll das sein? Kann ich die irgendwie umstöpseln? Ich habe null Ahnung, was ich hier machen soll. Guck mal, da können wir reingehen. Ach, guck mal, Schriftrolle gefunden. Können wir da weiter? Nee, ne? Hier hinter, da können wir jetzt auch nicht. Nee, nee, das will er nicht. Hier, die Tür, die ist gesperrt. Die müssen wir uns auch erstmal freizocken. Aber was müssen wir tun? Hier sind überall diese komischen Staubsaugerrohre. Hier geht es auch nicht lang. Aber hier kommen wir nachher rüber. Guck mal, die Kette ist auch zu. Ja, dann bleibt uns ja im Prinzip gerade... Warte mal, ich gucke noch mal, was er hier macht. Aber
Ne, da haben wir ja auch nichts für, ne? Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie was. Oh, noch freizocken. Ja komm, dann gehen wir mal da oben hin. Da oben ist so ein Riesenauge. Wenn der uns sieht, dann hat unser Arsch aber Hochzeit, doch. Darren war zurück. Hey Kleines, hat lang genug gedauert. Ich hab deinen Onkel gefunden. Aber der Hauptwachturm ist voll gefechtsbereit. Ich werde versuchen, ihn auszuschalten. Hier entlang. Wer wo hier entlang? Ich will da hochgehen. Der lässt uns hier nicht hochgehen. Wo sollen wir denn hin? Wieder runter? Ah, es ist so ein tolles Spiel, Leute. Da kommen wir jetzt wieder. Geht es meinem Onkel gut? Fragte Quill. Ah, da geht die erste Tür auf. Darren macht uns die Tür auf. Er ist vorerst noch am Leben. Doch wir müssen schnell handeln. Solange dieser Hauptwachturm aufpasst, schaffen wir es unmöglich bis zur Burg. Okay, jetzt muss. Vielleicht könnt ihr zwei einen Weg finden, ihn außer Gefecht zu setzen, während ich Wache halte. Ja, gucken wir mal. Wir geben unser Bestes, mehr geht eh nicht. Deine Lebenseinstellung. So. Okay. Da kommt hier so ein Typ, der schießen kann. Von mir. Können wir doch mal hier. Was ist da? Boah, muss man echt aufpassen. So, wie kannst du jetzt? Den konnten wir doch irgendwie schießen lassen, oder? Wie konntest du schießen? Erstmal Quill heilen. Wie konnten wir den nochmal schießen lassen? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich konnte den greifen und dann konnte ich doch hier. Ach, einfach in die Richtung zeigen. Sowas. Okay. Was macht der hier? Da hinten. Ach, der dreht das runter. Okay. Oh, guck mal, wir sind jetzt hier in so einer kleinen Kirche oder so. Das ist ja mal. Ist schön. Was war das? Was hat der gemacht? Ah. Okay. Ja. So, dann ist er schon mal da. Kann mir nicht vorstellen, wofür das sonst gut sein sollte. Noch mal da oben hin. Ist da noch irgendwie was? Nee. Dann haben wir ihn ja da, wo wir ihn haben wollten. Können wir jetzt den da hinten ballern? Verdammt, das war daneben. Okay. Machen wir den mal wieder rückgängig. Ich hab so eine. So, du kommst jetzt hier. Können wir dich da irgendwie rüber? Kannst du hier irgendwie runter oder so? Nee, auch nicht, ne? Ist echt verdammt schade. Okay, macht aber gar nichts. Dann machen wir das Ganze mit Quill. Jetzt kannst du nämlich nicht mehr. Wie haben wir das denn gerade hingekriegt? Ach, gerade haben wir mit ihm geschossen, ne? Kann er hier auch runterschießen? Kannst du hier auch runter? Kannst du mal dir ein bisschen Mühe geben? Kannst du dir ein bisschen. Okay. Ich wähle einen anderen Ansatz. Kannst du da nicht drauf? Boah, das ist aber auch.
Boah. Ah, das geht wieder, oder was? So. Immer so gar nichts, ne? Was ich hier gerade mache. Kann ich auch aus dem Sprung irgendwie. Pass auf hier, wenn ich jetzt sage, ich möchte in die Richtung. Ja, geht. Cool. Okay. Dann springe ich jetzt hier runter. So, so, so. Und das eigentlich. So, meine Herren. Ach, da wäre auch gestrüppt gewesen, was wir hätten kaputt. Oh Gott. Ja gut, ist schön, wenn man. Guck mal, hier kannst du einfach langlaufen, ey. Oh nee, du. Ja. Wäre minimal einfacher gewesen. So. Ah, verdammt, hinter dem Altar ist eine Schriftrolle. Hi Spider. Ach, wisst ihr, was das ist? Ich weiß, was das ist. Das können wir da in diese Staubsaugerteile am Anfang packen. Mein Gott, ne. Die lassen einen hier aber auch nicht mal eine Minute in Ruhe. Ey. Das ist so. So, komm. Interessiert uns nicht. Was interessiert, ist die stolze Maus. So, hier, pass auf. Komme. Wir müssen auch um den Hauptturm deaktivieren. So, und jetzt können wir da zack einen reinpacken. So, Nummer 1. Und jetzt holen wir uns da die Nummer 2. Okay, erstmal wieder blicken, was hier zu tun ist. Was macht er? Fahren wir denn da hin? Okay, er will nicht, dass wir unterwegs. Was hat uns das denn jetzt gebracht? Gar nichts. Wenn, dann müssen wir da auf dem Dach mitfahren, das ist das Interessante. Hier haben wir noch eine Schranke. Ach, warte mal. Ja, dann ist das natürlich spannender. Wenn jetzt hier die Schranke ist, dann lässt er uns hier schon raus. Ja. Okay, so funktioniert es. Ach, hier haben wir auch nochmal Sonnenblock. Dahinter ist nichts, damit können wir. Ja. Da sind wir. Was ist dadurch passiert? Ach Gott. So, ratter, 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 ratter. Du bist doch wieder dafür da, dass ich mit dir schieße, oder? Ja, guck mal, den kriege ich ja auch gar nicht weiter. Mir? Wahrscheinlich muss ich hier oben. Komme ich da aufs Dach hoch? Ja. Okay. Hoch mit dir. Schranke hoch. Aber wie komme ich. Ah. Pass auf. Sonst fallen wir da ja runter. So. Deswegen müssen wir so hängen, sonst hauen uns ja hier die Balken runter. So muss das passen. Jawohl. Dann können wir da hoch. So. Von da aus können wir einmal hier. Boah, da muss ich mal hingehen. So, genau hier hoch. Kommen wir da lang?
Was da hinten ist, da bestimmt ein Schriftroller. Aber da, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da runterfalle? So. Ja, da kommen wir nicht durch. Aber wir können jetzt da vorne hin. Sound und Bild passt alles gut. Ich hatte mich die Woche noch mal mit diesen Mikro-Rucklern beschäftigt. Die müssten jetzt eigentlich besser sein. Zumindest sind die in meinen Tests nicht mehr aufgetreten. Da ist sie doch. Was? Wie viel einfacher war denn jetzt bitte hier der Zweig? Okay. Aber jetzt wird auch wieder alles voll mit Monstern sein. Oh mein Gott, wer hätte es geahnt? Ja! Ah! Gott, jetzt fange ich mir sogar noch einen ein. So schnell heilen, bevor hier noch irgendwas schief geht. Ja, alles da. Ciao, ciao. Und wenn ihr mal einen speziellen Wunsch habt, was ich streamen soll, oder gerade wenn jetzt keine Neuerscheinung aus dem Oculus Quest Store beispielsweise da sind, dann könnt ihr mir auch gerne mal per Kommentar Games vorschlagen aus AppLab, die ihr gerne mal sehen wollen würdet. Das ist gar kein Thema, dann schaue ich mir die mal an. Im Moment muss ich mir ja sowieso viel aus AppLab zusammenbiegen. Und da wäre ich natürlich auch froh drum, einfach zu wissen, welche Titel euch da am besten gefallen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ah, dann würde ich mir die natürlich vorrangig angucken. So, da wird jetzt noch einer sein, den ich... Jawohl. Geht der da oben jetzt aus? Meint man gar nicht, dass sowas in so einer kleinen Mäuse-City ist, ne? So, ach, da oben ist dieses Schloss auf dem Berg, da wo der Rauch aufsteigt. So, der Hauptlaser, der Hauptabwehrturm ist fertig. Der Weg ist frei, Kleines, versicherte Adarin. Wir sollten jetzt problemlos in die Burg kommen. Los! Space Slurpees ist top. Job Simulator hatte ich gezockt, ja, aber noch nicht im Livestream. Weiß jetzt auch nicht, ob das so interessant ist für einen Livestream. Also wenn ihr sagt, ihr hättet da mal Bock drauf, dann würde ich das auf jeden Fall mal in so ein Voting mit reinnehmen. Und wenn das dann die meisten Stimmen kassiert, dann streame ich auch Job Simulator. Durchgespielt habe ich das auch noch nicht. Das ist ja so meine Aktion, mit euch gemeinsam Spiele durchzuzocken. Durch die Zockstube habe ich neben den First Impressions echt wenig Zeit und den Tutorials mal was in Ruhe zu zocken. Kannst du diese Türen auch öffnen? Oh nein! Und deswegen dachte ich mir, machen wir es zusammen im Livestream. Mächtige Zauber der Geheimnisvollen sind hier am Werk. Ich kann es versuchen. Ja. Oh Gott. Dann heilen. Was ist denn hier oben was? Nein, 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 nein. Hau ab. Hau ab. Ich glaube, das ist jetzt hier einfach wieder nur auf die Fresse, oder? Oh Gott. Ich kassiere, ich kassiere. Oh, danke für die Schützenhilfe da oben. Um Gottes Willen, jetzt muss ich heilen. Da oben ist wieder so einer. Du schießt mal kurz nicht, Kollege. So, okay. Genug Monster besiegt. Wow.
Springt der Turm jetzt wieder an? Ach du Scheiße, jetzt geht das schon wieder los. Ja, komm hier, komm. Ach du Scheiße. So, Deckung, Deckung. So, erstmal hier. Den Typ, der ballert nämlich sonst die ganze Zeit aus dem Hinterhalt. Oh, pass auf hier. Ach, ich dachte, der könnte die vielleicht mitnehmen. Ja, nein, 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 nein. Boah. Ja komm, explodiert er alleine. So. Alles klar. So. Kaputt. Nächste Runde da oben. Ey, sag mir nicht, wir kämpfen uns jetzt hier kaputt und der funktioniert gleich wieder. Kommt die nächste Runde. Kaputt. Guck mal hier. Boah, wie viel kommt denn hier? Alter Vater, ey. Ja. Ups. Oh, nee, oh. Heilen. Dann rüber zu dem Typen. Das scheint der letzte in der Runde zu sein. Ich schaff's nicht, Kleines! Schrie. Was kann Darren denn? Wir müssen hier raus! Gut. Da ist er wieder. Hier unten! Das ist der einzige Ausweg! Oh. Da ist der Turm mal dezent ausgeflippt. Ja, Minigolf müssen wir unbedingt mal machen. Tatsächlich. Ob ich in 4 Jahren noch YouTube mache? Leute, ich weiß nicht, ob ich morgen noch YouTube mache. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe doch schon, sonst wird sich ja der Umbau auf meines Studios gar nicht lohnen. Ich habe einen schrecklichen Fehler begangen. Was ist das für ein Ort? Was ist das für ein Gestank? Darren? Das ist die Toilette. Es tut mir so leid, Quill. Ehrlich. Okay, haben wir eine falsche Entscheidung getroffen in diesem Game? Alles war still. Bis auf einen
angriffsbereiten Schatten. Im Inneren fühlte sich Quill, als ob sie beim Anblick dieses Schreckens in Treibsand versinken würde. Die Gestalt holte aus, mit krachte und Adrians Licht erlosch. Quills Herzschlag erweckte Sarfoks Aufmerksamkeit. Er war ein Monster von solch entsetzlicher Ungeheuerlichkeit, dass mit dem Leben davonzukommen unmöglich erschien. Dann beleuchtete der Leser einen Spalt im Stein. Quill sprang durch die Öffnung, die gerade noch groß genug war, und entkam knapp dem Schnappen von Sarfoks feurigem Kiefer. Glasrelikt. Quills verzweifelte Flucht war instinktiv. Die abgetrennten Glieder, die vor ihr lagen, dienten als quälende Erinnerung daran, dass schon unzählige vor ihr hier ums Leben gekommen waren. Ihr Adrenalinspiegel sank. Zitternd und schweren Herzens verlangsamte sie ihr Tempo, stockte und fiel auf den kalten Boden. Quill hatte sich nie so klein und hilflos gefühlt. Es wäre eine Armee nötig, um Sarfok zu besiegen. Dann fühlte Quill eine sanfte, wärmende Berührung und sie nahm alle ihre Kraft zusammen und schaute auf. Der Leser war immer noch da. Zwar so ausdruckslos wie immer, doch mit unerschütterlicher Loyalität. Quill spürte die Tiefe ihrer Verbindung. Welch eine Stärke die Zweisamkeit hervorrief. Sie hatten es so weit gebracht. Gemeinsam. Mein Freund, ich brauche deine Hilfe. Wir helfen dir schon die ganze Zeit, du. Wenn wir Sarfok nicht sofort aufhalten, nicht aufhören, bis er uns in Stücke gerissen hat. Du bist doch weggelaufen. Onkel tot ist. Bleibst du an meiner Seite? Hey. Wollen wir es versuchen? Nein. Sind das für Fragen? Okay, jetzt sind wir hier irgendwie, genau, durch den Schacht abgehauen. Hoshi, Hallöchen! Ja, die Musik, die ist wirklich toll, Phobi. Marine Verse Cup als Streaming-Vorschlag. Spannend, spannend, ja. Hallo Marco. Oh, wie wir da den Ausblick auf den Sternenhimmel haben, das ist schon. Ist schon ganz geil. Wo müssen wir jetzt lang? So. Nein! Jetzt nochmal mit richtig Anlauf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir darüber müssen. Nein! Alter, ich kann da aber jetzt auch nicht näher ran, oder? Ich muss halt aus dieser Perspektive machen. So. Da sind wir. Müssen wir uns gar nicht mit denen auseinandersetzen, oder? So. Ich nehme jetzt mal hier den pazifistischen Weg. Hier sind ja auch nur Menschen, die Tiere, die Monster.
Kann ich nicht immer alles kaputt kloppen. Ja, Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Boah. Ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass wir hier gemeinsam in dieses Game reingucken können. Gucken, wie weit wir heute kommen. Und was natürlich immer wichtig ist und wo ich mich mega drüber freue, ist ein Däumchen nach oben, wenn euch dieses Video gefällt. Okay. Ach, guck mal. Kann ich den jetzt hier mit Quill abschießen? Aber wo soll er hingehen? Mein Gott, ne. Ja. Musst du gar nicht so blöd zu gucken. Oh, sind wir runtergefallen? Ach, das ist jetzt hier so ein... Der taucht immer wieder auf, versucht uns fertig zu machen. Und wir pieken den immer wieder mit Zahnstochern, bis er irgendwann heult. Ah, hau doch ab. So, kurz heilen. Oh, da unten. Das ist eine U-Bahn unterwegs. Gerade, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, als ob hier ein Showdown kommt. Wieso sind hier überall diese Teile? Wo ist er? Uah. Sag mal! Der kommt jetzt von da unten und wir müssen Gas geben. Sonst kriegt er uns. Boah. Nein! War schon wieder nicht schnell genug. Verdammt! Boah, das hier aber wirklich. Komm, Quill. Wir haben keine Zeit. Ja, guck mal, da kommt er doch schon. Der Schlange. Rüber da. Hinten rum. Jump! Komm, lauf. Lauf. Zieh das Ding. Boah. Komm nochmal. Gib mir noch einen hinterher. Oh. Und jetzt müssen wir hier runter. Wo lang müssen wir jetzt? Ach, da. Boah, ist das ein tolles Spiel. Sag mal. Haben die sie alle? Ja, sicher, jetzt kann er auch noch Feuer spucken, der Assi. Nein! Ich tu doch schon mein Möglichstes. Nein! Und dann sage ich vorher noch, ich tu noch mein Möglichstes. So. Finger sind auch schon wieder auf Betriebstemperatur, schwitzig. Hau ab. Komm, spuck nochmal. Ja. Nein. Oh, das war noch vorbei. Okay, schnell weg. So. Puh. Boah, hier musst du aber auch wirklich wissen, wo du lang musst. Einmal nicht. Ich schau mal die Route geguckt, wo man gleich hin muss. Ist hier richtig sicher. Das TÜV... Lauf, Quill. Quill, lauf. Das ist hier alles TÜV geprüft. Warum verdammt bin ich nicht gesprungen? War ich jetzt da?
Nein! Oh. Warum starte ich denn jetzt da? Okay, hier sind wir. Da bin ich eigentlich noch gar nicht gewesen. Dunkel, lauf, lauf, lauf. Oh, wo lang jetzt? Da lang. Hier. Komm, komm, komm. Boah. Wo muss ich lang? Ich komme ja nicht durch. Was muss ich hier machen? Ah, da oben. Da oben ist ein Knöpfchen. Hier kann man. Ah, okay, alles da. So. Okay. Gott. Obwohl, heilen nützt eh nichts. Mit einem Schlag sind wir ja von dem Vieh tot. So, schießt er noch? Okay, jetzt müssen wir hier hoch. Bin ich blöd oder was? So. Wie sich das Spiel einfach entwickelt, ne, von so einem kleinen Kind. Oh, ich bin so süß, Game. Na komm. Zu dem hier. Oder ab. Was kann ich denn jetzt da oben machen? Ach, guck mal hier. Mit der Steuerung hatte ich nichts zu tun, Leute. Komm, geh runter, geh runter. Ja! Haben wir die Schlange erledigt? Hier. Die lebt noch, oder? Ja. Nein, die lebt noch. Ich ahnte es. Alter. Voll die Killermaus. Und jetzt. Wir haben die Schlange, wir haben eine große Schlange getötet. Alter. Hallo VM1. Schön, dass ihr dabei seid. Oh, was ist das? Hier ist ja alles noch gar nicht so siffig wie sonst. Phil suchte den stillen Gang ab. Onkel? Onkel? Stille Örtchen, müssen wir auch noch mal gucken. Doch nur stille ihr Gang. Echo antwortete. Ach, guck mal, wird der hier gefangen gehalten? Onkel! Pass auf, er ist der Endboss und wir müssen ihm auch so ein das Schwert in den Kopf. Oh nein. Aber wer hat ihn da eingesperrt? Das wird ja nicht die Schlange gewesen sein. Das heißt, da müsste jetzt noch was kommen. Quill, bist du es wirklich? Nein. Du musst hier raus, wenn Safok dich findet. Onkel, Safok ist tot. Seine Stimme zitterte, während er sprach. Das Glasrelikt. Der Leser. Ihr habt zueinander gefunden. Ich wollte dich vor all dem beschützen. So eine Last kannst du nicht alleine tragen. Ich bin nicht allein. Stimmt wohl. Für 24,99 € sind wir dazugekommen. Oder 19,99 €, ich weiß gar nicht mehr. Und hast sogar gleich
verkündete er. Wir sind jetzt in Sicherheit, versicherte sie ihm. Gehen wir nach Hause. Nein, Quill. Du bist noch nie in so großer Gefahr gewesen. Seine Stimme stockte. Die Geheimnisvollen geben sich durch den Tod Sarfox noch lange nicht geschlagen. Die Geheimnisvollen? Das Glasrelikt des Königs ist in der Burg versteckt. Du musst es wiederfinden. Wo? Wir sind bereit. Ein vielversprechender Anfang, allerdings. Schon so lange versuchte ein ständiger Schatten, unser aller Ende zu schreiben. Doch deine Verbindung zu Quill wird stärker und stärker werden. Eure Schicksale, auch wenn noch nicht geschrieben, sind nun eng miteinander verbunden. Und das gibt Hoffnung. Auf jeden Fall. Ja. Eure gemeinsame Reise ist noch lange nicht zu Ende. Ja. Ruh dich nun aus, werter Leser. Denn schon bald geht es dann. Und ich meine, normalerweise wäre es jetzt hier zu Ende gewesen und dann kommt der DLC. Aber ich meine, der DLC ist doch hier schon mit bei, oder? Habe ich es jetzt durchgezockt? Nein. Das wäre arg früh, ne? Sei dir gedankt, lieber Leser. War es das? Wir haben ein Buch gelesen. Kapitel aus wo? Ja, ich glaube, ich muss jetzt mal kurz warten, oder? Okay, das sieht jetzt hier gerade ziemlich zu Ende aus. So, Kapitelauswahl. Leute, schreibt mir doch mal, kommt da noch was? Kommt da noch was? Da stand ja, das geht noch bald weiter. Ist das der Teaser für den zweiten Teil oder für den DLC? Oder müssen wir jetzt hier tatsächlich das Lied gerade zu Ende hören? Ich kann halt gerade nicht richtig... Die DLC sind die grünen Extraportale. Okay, das heißt, ich habe die schon. Das heißt, das ist jetzt im Prinzip. Ja, krass. Schade. Ich hätte das jetzt länger eingeschätzt. Jetzt sind wir erst ein Stündchen dabei. Ohne Moos kein Moos. Sehr schön. Die Maus hat fertig. Ja, gut, Leute, dann komme ich jetzt nochmal zu euch. Ich würde sagen, wir treffen uns jetzt gleich nochmal kurz im Discord. Da können wir noch ein bisschen quatschen. Und dann möchte ich das jetzt hier auch einmal beenden. Wir treffen uns jetzt gleich im Discord zum Quatschen und wir haben ja noch die Auslosung vom Gewinnspiel. So, die wir jetzt machen können. Ja, Leute, wie gefällt euch denn Moss? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass das noch ein bisschen länger geht, ehrlich gesagt. Aber irgendwie ging es relativ fix vorbei. So. Also, wie hat euch Moss gefallen? Wie hat euch das Gameplay gefallen? Alles super? Ja? Ja, ja. Wenn ihr einen Wunsch habt für die nächste Woche, wie gesagt, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr euch wünscht, was man nächste Woche mal gucken kann. Ich habe Minigolf wahrgenommen, Resident Evil. Wenn es denn rauskommt diese Woche, da werden wir sicherlich mehr erfahren. Und ja, wenn ihr nicht wisst, wie ihr auf den Discord der Zockstube kommt, in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Da komme ich jetzt gleich im Voice-Chat, dann können wir noch quatschen. Jetzt mache ich mal kurz und knackig die Gewinnspielauslosung. Zu gewinnen gibt's Carly and the Reaper Man.
Herzlichen Glückwunsch an VRman1111, also 1111. Sascha, herzlichen Glückwunsch, du hast Carly and the Reaper Man gewonnen. Melde dich per Discord in der nächsten Woche bei mir und dann erkläre ich dir alles, was du tun musst, um dieses Spiel dann auch einzulösen. Herzlichen Glückwunsch. So, Leute, ja, Gamer Murat, hab ein paar Hoodies geguckt. Ja, freut mich, dass dir der Shop von der Zockstube gefällt. Da, ja, da gibt's ein paar Sachen, Ja, VRman ist auch dabei. Schön, freut mich, dass du auch dabei bist. Dann komm doch jetzt gleich am besten in Discord, dann können wir das direkt machen. Ja, und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt den einen oder anderen von euch sehe. Heute der Livestream ein bisschen kürzer, aber ich will jetzt auch nicht einfach irgendein Game dranhängen, einfach nur um die Zeit voll zu kriegen, weil heute wollte ich gerne mit euch Moss spielen. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich im Voice-Chat. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Und wenn ihr jetzt noch im Anschluss mehr Livestreams sehen wollt und ein bisschen nebenbei seicht plätschern lassen wollt, ich rede nicht von der Toilette, ich rede von Livestreams. Dann schaut mal in die Videobeschreibung. Auch da findet ihr einen Link zu der Playlist aller meiner Livestreams. Da habt ihr inzwischen, glaube ich, irgendwie 30 Livestreams drin zu allen möglichen Games, wo ihr euch mal einen ausführlichen Eindruck verschaffen könnt. Wir sehen uns jetzt gleich im Discord. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute.